Wir müssen darüber reden, was man in der Corona-Zeit den Menschen angetan hat, wie man die Menschen bevormundet hat, wie man den Kindern erzählt hat, dass sie ihre Großeltern umbringen, wie man die Kinder die Schulen zugesperrt hat, wie man die alten Leute einsam in den Altenheimen hat sterben lassen und so grausam vorgegangen ist, dass man die Todkranken nicht mal mehr mit ihren Angehörigen zusammengelassen hat. Was war das denn für eine unmenschliche Politik? Und ihr steht jetzt hier, und da würde ich mir an eurer Stelle mal was überlegen, ihr steht jetzt hier, um diese übergriffige, autokratische Politik zu verteidigen. Schämt euch! Wobei, wahrscheinlich sind die Hälfte der Leute von euch hier, weil sie Angst um ihre eigenen Jobs haben, weil es die Leute von der SPD sind oder von den Grünen, die in den Parlamenten sitzen wie die Maden im Speck, die versuchen, den Leuten in ihrem Umfeld vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, wie sie sich zu verhalten haben, die den Leuten Angst machen wollen, von der Hitzepanik über die Corona-Panik, über die Affenpocken und was weiß ich was alles. Wir brauchen endlich eine Politik, die sich gegen diese Maden im Speck wehrt, die sagt, wir wollen freiheitlich leben, wir wollen eine Politik, die den Menschen Hoffnung macht und nicht sie von einer Angst und einer Panik in die nächste treibt.